Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Crash Bandicoot Insane Trilogie. Ja, gut vorangekommen in der letzten Folge. Wir haben den zweiten Schlüssel gefunden. Entschuldigt. Ein paar Edelsteine sind auch dabei gewesen und wir haben sogar schon Nitrous Brio erreicht. Aber der ist noch längst nicht dran. Nein. Wir haben noch den zweiten Schlüssellevel hier, Fumbling in the Dark. Im dunklen Raum fummeln. Wer mag das nicht? Und damit fangen wir gleich an. Keep Aku Aku by your side at all times. Ja, im Dunkeln. Ja, das ist wieder so ein dunkler Gang, oder? Ja, ist es. Seht mal hier, was wir hier haben. Ah! Kisten hinter uns. En masse. Oh, echt jetzt? So. Okay, die hätten wir schon mal. So, so, so. Ah, scheiße, ich hätte ihn noch kriegen müssen. Los, schneller, verdammt. Das Licht hält nicht ewig. Ein Checkpoint wäre nice. Komm, 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 komm. Nein, das Licht geht aus. Oh, verfluchte Scheiße. Wieso krieg... Oh nein. Nein. Jetzt darf ich diesen Mist hier nochmal kaputt machen. So, und jetzt mittel Beilung. Okay, diesmal habe ich ihn auch erreicht. Diesmal bin ich schneller. Los, 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 los. Ey, wieso falle ich da runter? Ist doch zum Kotzen. Los jetzt, goddammit. Das ist wieder so typisch Extra-Level. Der muss natürlich wieder genauso fickig sein wie der Rest. Ah, oh, das habe ich versaut. Das habe ich versaut jetzt. Aber vielleicht schaffe ich es trotzdem. Nee. Fuck. Da war auch das Licht schon aus, also. Scheiße. So. Jetzt aber verdammt nochmal. Hopp, hopp, hopp. Genau so. Scheiße. Och Mensch, jetzt reicht's. Wenigstens falle ich hier nicht mehr so oft runter. So. Hopp. Hopp. Na, verflucht. Verdammte Scheiße. Das könnte jetzt ein Genickbruch werden. Oder auch nicht. Gerade so noch hingekriegt. Jetzt habe ich gesehen, was mein Fehler ist. Oh, ich springe viel zu früh ab. Von der Mitte der Plattform springe ich ja schon ab. Ich Idiot. Die Sprünge sind hier wirklich so angelegt, dass man wirklich bis an die Kante gehen muss.
und dann erst springen. Verdammt. Erst dann landet man bequem auf den nächsten Plattformen. Genauso wie hier. So, jetzt aber. Dass ich jetzt Akku verliere, das war eigentlich auch nicht geplant. Dämlichen Ratten. Blöden Bonus-Level. Geht einem überhaupt nicht auf den Sack. Das sind 8 Kisten, die da unten sind, also. Oh. Das ist schon ordentlich. So, hopp. Los, los, weiter. Ach, jetzt ist hier ein Checkpoint. Ah! Weil ich so oft gestorben bin, ist jetzt da ein Checkpoint. Ist ja sehr nett. Durch Crashs Magenbirne erkennt man manchmal nicht mal die Plattform vor sich. Großer Gott. Okay, wieder ein Checkpoint. Oh mein Gott! Jetzt auch noch spinnen! Ah! Nein! Aber wir sind immerhin weitergekommen. Yippie-yay-yay! Ja, kann ich gleich in den Abgrund springen. Ich brauche das Licht. Was nützt es mir, wenn er einen Treffer abfängt, wenn ich dadurch kein Licht mehr habe? Alter. Miese, dreckige Spinnen. Okay, weiter. Vielleicht kriege ich noch ein Licht irgendwo. Ha! Echt jetzt, man muss auf die springen, um weiterzukommen. Oh Gott, ein Checkpoint. Also der Level ist ja mal wieder richtig nice. Und ich habe kein Licht. Tschüss. Hat Glück mit dem Checkpoint gerade eben. Und die geben einem immer Licht. Komm, komm, komm. Noch schaffen. Danke. Da. Diesmal weiß ich es ja. Boah, echt jetzt? Toll, ich sehe nichts mehr. Das hat fast hingehauen. Ich dreh durch. Vielleicht noch ein bisschen vorsichtiger. Oh, nicht schon wieder. Nein, da war es doch das Ende. Nein. Oh, weil diese blöden Fallbeile mich ständig erwischen. Hässlichen Scheißdinger. Oh, Geduld. Geduld ist eine Tugend. Aha. Geschafft, Leute. Oh mein Gott. Okay. Immerhin. 88%.
So, Nitrous Brio, jetzt bist du dran. Uff. So. If you squish a blob, it'll squirt across the room. Na, der wirft ja mit irgendwelchen grünen Blobs, aber der sieht awesome aus, der Boss. Na los. Oh. Seit wann haben die Gesichter? Okay. Ah ja, stimmt, er schmeißt ja auch hin und wieder mit Sprengstoff. Zwei von den Viechern. Okay. Okay, ist ja gut, Mann. Oh Gott, gleich drei. Boah. Das sind die eine größere Gefahr als der. Oh ja. Okay. Ich glaube, jetzt wirft er ganz viele Sprengstoffflaschen. Hohoho. Und jetzt dreht er völlig ab. Ja. Oh shit. Er wird zum Hulk. Ist trotzdem noch gegen Sprünge schwach. Sprünge auf die Rübe. Na ja, komm her. Nein! Der hätte noch näher rankommen müssen. Fuck! Oh, toll. Jetzt darf ich den ganzen Kampf nochmal neu machen. Los. Wirf schon deinen Mist. Ah, Vorsicht. Na komm. Ich glaube, die schaffen nur ein paar anständige Sprünge. So. Okay. Jetzt wird er wieder zum Hulk. So. Immer schön da rankommen lassen. Und jetzt nochmal. Jawohl! Haha! Was soll das jetzt? Hau ab! Gut. So, was jetzt? Wir kommen nicht direkt gleich zu Cortex, da ist noch was dazwischen. The Lab. Und das sieht mir nach dem gelben Edelstein aus. Oh mein Gott. Man darf hier nicht sterben, stimmt's? Ja, without dying to earn a special gem. Bis zum ersten Checkpoint darf man sterben. Das weiß ich ja jetzt. Oh Gott. Ich habe keine guten Erinnerungen an diesen Level. Ja, man muss immer wieder Schalter aktivieren für Türen und Brücken. I remember. Okay. Da man hier nicht sehen kann, was hinter manchen Boxen ist,
Sollte man nicht einfach so da rein... Ja, hab ich's doch geahnt. Darf man nicht einfach so reinspinnen. Okay, Leben schon mal. Hier haben wir schon Toner, okay. Hoho. Also bis jetzt läuft's gut. Oh oh, da oben ist noch eine Sprungkiste. Gibt's über der noch was, aber... Oh, das wird jetzt schwer. Ha! Hingekriegt, verflucht. Jawoll! So. Okay. Sehr schön. Und ich glaube, der Rest wird die Hölle. Ah, die Typen, die hier hin und wieder unter Strom stehen. Nein! Gut, den gelben Edelstein können wir vergessen. Verdammt! Die Bonusrunde zählt als Checkpoint, deswegen mache ich das hier gerade. Mich so ein dämlicher grüner Blob erwischt. Also das gibt's ja wohl nicht. Ist das nervig. Ich versuch's jetzt nochmal. Ich weiß, wir müssen leider die Bonusrunde von Torna nochmal machen, aber... So. Aber die war ja jetzt nicht das Problem. Nur der, ja gut, der Sprung auf die Sprungkiste, der war ein bisschen tricky. Na, toll. Hier in der Bonusrunde kann man sterben, so oft man will, das macht gar nichts. So. Es geht doch. Okay. Hätten wir das wieder. Und jetzt nicht von dem scheiß grünen Blob oder sonst was erwischen lassen. Pretty please. Mit dem erst recht nicht. Könnte ich auch umgehen. Haha. Verschwindest. Oh Gott. Ich glaube, ich habe den in irgendwas reingefeuert. Aha, ich bin nicht blöde. Oh Gott, da hinten ist wieder so einer. Wieder umgang. Nein! Och Mensch! Meine Kacke hier! Na gut, dann bringen wir jetzt erstmal den Level zu Ende. Und
versuchen uns später mal an diesem blöden gelben Edelstein. Sowieso kein Vergnügen, der Level hier. Immer diese blöden, grünen Schlammviecher. Hau! Toll. Diese Scheiße. Wie kann man gegen solche Viecher sterben? Das war natürlich auch awesome jetzt. Stein können wir vergessen. Okay, dass man die so einfach umgehen kann, das ist einmal nicht schlecht. Aber man muss die einmal besiegen, sonst kommen die immer wieder. Nö, die kommen immer wieder. Wie soll man hier bitte nicht drauf gehen? Das mit dem Ausweichen klappt ja schon ganz gut, aber... Na also, warum nicht gleich so? Okay, wir sind noch nicht fertig. Oh, ihr wollt mich verarschen, oder? Oh! Ja, 36 von 36, aber wir sind ja gestorben. Nearly perfect, but you died. Säcke. Scheiße. Great Hall. Von wegen Great, die braucht nur ein paar Sekunden, wenn man nicht alle Edelsteine hat. Return here when you've earned every clear gem. Ja, das ist ja das Problem. Der Edelsteinweg nach rechts, der ja, führt zum alternativen Ende. Naja, wir haben jetzt zwar das Luftschiff von Dr. Cortex erreicht, aber naja, uns fehlen ja noch ein paar Edelsteine. Und der gelbe ist leider der nächste, den wir erreichen können. Die weißen, die noch fehlen, ja, die werden jetzt durch gelben und lila Edelstein vorausgesetzt. Und ja, das heißt, das Lab ist leider nötig. Man muss es schaffen, ohne drauf zu gehen. So eine Scheiße. Naja, wir versuchen es in der nächsten Folge nochmal. Und bis dahin, tata!